Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Admin mit D und T. Willkommen heute zu einem etwas anderes Video. Um was es genau geht, erfahrt ihr nach diesem Intro. Und zwar wird heute nur ein kleiner Real Talk sein, wie es mit meinem Kanal weitergeht, wie ich meine Videos bearbeite und alles, was drumherum ist. Und ich würde sagen, wir beginnen erstmal, wie geht es auf meinem Kanal hier weiter? Also, eigentlich war es vorher, als ich wieder angefangen habe, geplant, einfach Let's Plays zu machen. Das Problem ist einfach, es gab ein paar Komplikationen mit der Aufnahmeprogramm für die ganzen Spiele. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Genauso wie mit Clash Royale, was ziemlich schwer war, es alles zu schneiden, weil das ziemlich asynchron war. Ja, und deswegen ging das ziemlich schwer, immer zu schneiden. Genauso wie FIFA, das hat dann immer Lag gehabt und das hat auch nicht so geklappt, wie man das wollte. Deswegen kamen eigentlich jetzt fast nur noch Unterhaltungsvideos wie jetzt ASMR Fragen beantworten oder Reaction Videos. Ja, und eher weniger Let's Plays. Muss aber auch ehrlich sagen, dass mir das auch sehr viel Spaß macht. Also Reaction macht mir sehr viel Spaß, genauso wie Fragen beantworten macht mir eigentlich gerade mit am meisten Spaß. Vor allem das letzte Video ist nochmal unten in der Beschreibung verlinkt mit der kleinen Pratina. Ist natürlich ziemlich geil gewesen noch. Also mit Freunden macht es natürlich noch viel mehr Spaß, als alleine Fragen zu beantworten. Es hat mega Spaß gemacht, das Video zu schneiden. Ja, was ist denn weiterhin dann jetzt geplant? Also es wird auf jeden Fall überwiegend solche Videos kommen. Let's Plays lassen sich gerade ziemlich blöd aufnehmen. Deswegen wird es eher weniger kommen. Höchstens einmal in der Woche. Normalerweise war es bei mir angedacht eigentlich zweimal in der Woche und einmal was anderes. Jetzt werde ich es wahrscheinlich umdrehen und sagen, ja, einmal LP noch, wenn überhaupt noch LPs kommt. Genauso fahren wir jetzt auch gerade auf die 100 Abonnenten. Das heißt, ich habe auch ein 100 Abonnenten Special geplant gehabt. Das ist jetzt auch schon in der Bearbeitung und wird also das Konzept ist schon mal da, was ich mache. Gefilmt ist es natürlich noch nicht. Genauso wird auch noch ein Kanal-Trailer kommen, also eine kleine Vorstellung für die Nicht-Abonnenten, was hier auf diesem Kanal nochmal passiert. Das ist jetzt nochmal eine Info für meine Abonnenten. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden Support, der jetzt da ist. Vor allem ganz großes Dankeschön geht natürlich an allen, die mir viele Feedbacks zurückgegeben haben, was ich verbessern hätte können und die mir privat auch Kontakt gehalten haben und mich dabei noch unterstützt haben mit YouTube. Dabei natürlich vor allem mein bester Freund. Grüße gehen raus an dich, an Christoph, an die Jasmine. Die haben mir ziemlich straffes Feedback zurückgegeben. Natürlich auch an die Lisette, die kleine Pratina. Das Video war mega geil mit dir. Hat man auch an die Aufrufen gesehen, dass das am meisten bis jetzt angekommen ist. Genauso wie AskFM Fragen beantworten am meisten gerade bei euch ankommt. So, das zweite Thema ist, dass das Video jetzt nicht nur ein kleines Retalk ist. Stelle ich euch kurz vor, was meine Equipments sind und beziehungsweise wie ich meine Videos bearbeite. Es kommt nochmal ein separates Video, wie ich mein komplettes Video bearbeiten und schneiden tue, aufnehmen tue. Wird nochmal ein ganz separates Video kommen, wie ich das alles mache. Jetzt kommt nur ein kleines, kurzes Video, beziehungsweise ein kurzer Einschnitt, wie ich das alles ungefähr mache. Hier sehen wir auf jeden Fall mein Schnittprogramm. Ja, die ist gerade das Projekt, was ich mit der Pratina aufgenommen habe. Das war auch das aufwendigste von allen zu schneiden. Man sieht es ja schon an die ganzen Schnitte. Ja, aber was benutze ich denn eigentlich? Also ich benutze auf jeden Fall OBS, was man hier jetzt nochmal sieht, 1000 Mal. Damit benutze ich eigentlich so gut wie alles auf. Meine Cam, meine Bildschirm, beziehungsweise separat Cam habe ich noch ein anderes Programm und zwar a Power Rack. Genauso meine Stimme nehme ich mit Voice Matter auf und Audacity in Verbindung zusammen. Ja, das sieht man jetzt hier gerade, wie ich meine Stimme mit aufnehme. Das Voice Matter ist einfach ein Equalizer, beziehungsweise wo man seine Stimme verstellen kann nochmal und es perfektionieren kann, wie man klingen möchte. Und das Audacity ist nochmal zur Feinschliff und zur Bearbeitung nochmal meiner Stimme. Also hier drinnen steckt auf jeden Fall erstmal Zeit in der Audioprogramm. Da bearbeite ich meistens so, keine Ahnung, eine volle Stunde, 20 Minuten erstmal meine Stimme, dass es einigermaßen gut irgendwie rüberkommt oder beziehungsweise gut klingt. Ja, dann
muss man natürlich sagen, wird das natürlich einfach alles hier eingefügt. Wie gesagt, es kommt nochmal ein separates Video, wie ich das komplett nochmal erkläre, wie ich das schneide und alles. Weil viele haben sich dafür auch interessiert, glaube ich, das einfach mal zu sehen, wie das alles geschnitten wird. Gut, das ist jetzt gerade wirklich eins, was sehr aufwendig war. Man sieht das ja an die ganzen Schnitte überall. Das war natürlich sehr aufwendig, weil über eine Stunde Videomaterial habe ich jetzt über sieben Stunden dran geschnitten. Wenn wir jetzt mal ein anderes Projekt aufmachen, warte mal, möchte ich echt mal ein anderes Projekt. Hier sehen wir auch noch, dass es noch ein Outtakes gibt. Das überlege ich auch noch, ob wir das noch veröffentlichen, beziehungsweise ich muss es noch bearbeiten. Die ganzen Outtakes von diesem Video, da ist nämlich ein bisschen was zusammengekommen. Überlege ich aber noch, ob das hochgeladen wird oder nicht. Wir können ja einfach mal das Reaction nehmen. Ja, das Reaction nehmen wir einfach mal jetzt. Meine dritte Reaction. Die sieht gar nicht fertig aus. Nee, das Projekt ist noch nicht fertig gewesen. Da habe ich es vergessen zu speichern. Gerade genau das Falsche genommen. Gute Frage. Das habe ich, glaube ich, gespeichert gehabt. Genau. Ja, hier sehen wir halt, da ist ein bisschen weniger Schnitt drin. Hier gibt es auch mal eine lange Szene. Wie gesagt, ich werde das nächste Video wahrscheinlich mit aufnehmen. Und dann sehen wir weiter, wie es hier weitergeht. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen und einen Abo sehr freuen. Wie immer könnt ihr unten in die Kommentare Verbesserungsvorschläge reinballern. Somit bin ich heute raus und wir sehen uns am Mittwoch, wie ich es bereits schon gesagt habe, wieder. Mit einem übelst krassen Video, denke ich mal, werden wir schon sehen. Also, macht's gut. Ciao.